Ja, willkommen im AK4, dem schönsten aller Arbeitskreise hier in der Fraktion. Denn dieser Arbeitskreis hat die schönsten Themen, nämlich Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Klimaschutzplan, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Wirtschaft, Mittelstand, Energie und Bergbausicherheit sowie chemische Industrie und ÖPNV. Und Gedöns. Und Landesentwicklungsplan. Nutzpflanzen. Gedöns ist ja nicht hier. Gedöns war Zeugs. Das sage ich, weil wir heute zwei wundervolle Gäste hier haben, nämlich den Hanfpiraten und seine Hanfassistentin. Ich weiß nicht, wie du dich sonst nennst. Hanfine. Und wir werden uns gleich eine Präsentation geben und vielleicht tut in der Zwischenzeit noch welche ein. Deshalb gehe ich mal kurz unsere organisatorischen Sachen durch, die wir sonst so haben. Wir haben heute keine Rednerliste fürs Plenum oder sonst was manövern, aber ich mache schon mal die Rundfrage, ob es Anträge fürs Plenum gibt, fürs nächste, die wir hier noch besprechen sollten. Gibt es von Umwelt, Naturschutz irgendwas? Wirtschaft ist hier irgendwie gerade nicht vertreten. Warum? Okay, ich kann sagen von uns aus, dass wir eigentlich, hatte ich ja mit Hans-Jörg auch abgesprochen, wollten wir ein Antrag zum Landesentwicklungsplan andenken. Das hatten wir, glaube ich, auch schon vor 4 Wochen hier gehabt. Aber ich habe mit Hans-Jörg, nachdem ich weg war, jetzt nicht nochmal drüber gesprochen. Da müssen wir mal schauen, diese Woche, wie da die Möglichkeiten sind. Ich bin nämlich da nicht auf dem aktuellen Stand. Was wollt ihr denn für den Antrag schreiben? Weil der Landesentwicklungsplan wird ja auch wieder geändert. Ja, das, was wir jetzt haben, den Entwurf, der ist ja in den wichtigen Zielen, die ich ja gut finde im Umweltbereich, die sind ja alle gekippt worden und sind als Grundsätze, jedenfalls laut Presse, umgewandelt worden, weil Wirtschaftsminister Dün ja so eine Clearingstelle eingerichtet hat und danach wird da ja wohl ziemlich viel geändert. Und jetzt weiß jetzt nicht, was man da jetzt machen soll, bevor man jetzt nicht den endgültigen Entwurf hat, worauf man sich beziehen kann. Das ist eine gute Frage. Ich bin nämlich tatsächlich nicht auf dem aktuellsten Stand, was gerade den neuen Entwurf betrifft, wie weit das ist. Gucken wir diese Woche nochmal. Wenn es zeitlich jetzt blöd ist, weil gerade der aktuelle Entwurf kommt, während wir vielleicht an einem Antrag basteln, das macht natürlich nicht unbedingt Sinn. Und wenn der jetzt sofort kommt und wir schon wissen, was drinsteht, macht das natürlich Sinn. Und wenn das noch ewig dauert, macht das auch Sinn, weil dann können wir nochmal unsere Themen reinwerfen, so wie es SPD und FDP und CDU ja auch schon getan haben. Müssen wir nochmal gucken diese Woche. Ansonsten von meiner Seite aus käme nach der Sommerpause wahrscheinlich direkt fürs erste Plenum, wenn es klappt, nochmal was zum Thema Flughäfen. Lärmschutz, Landesflughafen in mein Gott, ich bin da so lange weg, dass ich jetzt das Wort nicht mehr kann. Luftverkehrsplan, genau. Denke, dass es zeitlich gesehen ganz gut ist, klappt. Dazu gibt es ja eine aktuelle Anfrage der FDP in Bezug auf den LEP, in der auch darauf hingewiesen wird, dass die Flughafenkonzeption und damit eben auch die Luftverkehrskonzeption der rot-grünen Regierung so alt sei, dass sie für den aktuellen LEP im Grunde nicht mehr tauge. Und daraus wird ein Widerspruch abgeleitet in Bezug auf die Flughäfen von Landesbedeutung, regional bedeutsamen Flughäfen. Also das heißt, es ist bereits im Gespräch. Ich weiß nicht genau, mit welcher Zielrichtung. Erstmal geht es natürlich um Paderborn sogar. ist noch nicht, die Antwort ist noch nicht da. Nee, nur die Anfrage selbst. Simone, gibt es von dir was in der Pipeline ist? Nein. Nein. Das ist einfach. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt zumindest vollziger als eben. Dann würden wir, bevor wir jetzt unseren Ausschussüberblick machen, den wir immer noch drin haben, würden wir jetzt erstmal uns unseren Gästen zuwenden, die uns eine Präsentation Hanf, eine Pflanze viel Nutzen, mitgebracht haben. Ich habe das mal eben da abgelesen.
Das ist toll. Ich übergebe euch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Mikro... Nee, ihr habt selber ein Mikro. Ja, wir haben ein Mikro da. Vielen Dank. Einleitend. Ne, man macht ja immer so eine kleine Anekdote einleitend. Einleitend muss ich sagen, dass ich vorgestern war ja Japan-Tag hier in Düsseldorf und es gab natürlich auch Vogelsamen-Tütchen von uns. Und es gab sehr enttäuschte Rückmeldungen. Das sei ja nur so ein Baumwollzeug drin. Aber ansonsten übergebe ich jetzt. Ja. Diese Samen sind jedoch auf Keimfähigkeit überprüft, ja, von uns persönlich, und sie haben hervorragend funktioniert und ergeben eine hervorragende Kresse fürs Brot. Ihr habt ja mitbekommen, wir bespielen das Thema Hanf in der Fraktion schon eine Weile, eher mit dem Schwerpunkt Bereich Medizin und Rauschmittel und Prävention. Ey, deine Mod. Diese Pflanze oder Hanf, die Pflanze selbst ist jedoch viel mehr, sodass wir heute hier so einen kurzen Überblick eben über diese Pflanze, über die Geschichte und über die Möglichkeit geben wollen, um einfach euch aus euren sehr verschiedenen Fachbereichen in diesem AK so ein paar lose Enden mitzugeben, damit ihr selber überlegen könnt, wie ihr eben dieses Thema oder diese Pflanze in eure Fachbereiche einbringen könnt und dort weiterverfolgt, mit dem Ziel, dass wir als Piratenfraktion hier vielleicht sogar so ein bisschen die Partei oder die Vertretung, die parlamentarische Vertretung eben für diese Pflanze mit all ihren Eigenarten werden. Das wäre sehr schön. Und dazu haben wir so eine kleine Präsentation zusammengeklöppelt, um euch da halt mal so einen Überblick zu geben. Und ich gebe jetzt mal einfach weiter an die Sandra. Ja, vielen Dank. So, also Hanf, eine Pflanze, viel Nutzen, wie schon aufgezeigt wurde. Wir beginnen einfach mal mit geschichtlichen Dingen. In der Vergangenheit, also Hanf ist eigentlich eine jahrtausendalte Ziermedizin- und Nutzpflanze. Im 17. Jahrhundert waren Schiffstaue, Segel und Uniformen der Matrosen vornehmlich aus Hanf, weil Hanf nämlich viel widerstandsfähiger war oder ist eigentlich noch als die bisher bekannten Stoffe. Zudem war Hanf eine wichtige Quelle für die Textil- und Papierindustrie. Eine kleine Anekdote hier am Rande: Die erste Gutenberg-Bibel war zum Beispiel auf Hanfpapier gedruckt. Hanf war in der Vergangenheit auch eine wichtige Lieferquelle für Öl. Und Hanf, der Anbau war von 1982 bis 1986 in Deutschland komplett verboten. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler drin. Bis 1996 soll es heißen. Also von 1982 bis 1996 war der Hanfanbau in Deutschland komplett verboten. Mit dem Hintergrund, dass Behörden einfach gesagt haben, man kann nicht unterscheiden zwischen der Nutzpflanze Hanf und der Pflanze, dem Cannabis, die quasi die berauschende Form des Nutzhanfes ist. So. Seit 1996 sieht es so aus, dass der Anbau nur unter strengsten Auflagen und nur durch Landwirte möglich ist. Was natürlich dann dazu führt, dass der Anbau von Hanf nicht wirklich verfolgt wird, weil es einfach sehr kompliziert ist. Man muss Anträge stellen, man darf nur gewisses Saatgut verwenden und so weiter und so fort. Im 20. Jahrhundert erfolgte eine Verdrängung in der Textilindustrie durch die subventionierte Baumwolle aus den USA und durch Kunstfasern unter anderem von DuPont. Diese wurden entdeckt und haben somit den Textilmarkt erobert, was dann dazu führte, dass einfach der Absatz von Hanf und natürlich dann auch die Produktion, weil wo keine Nachfrage, da kein Angebot, dass dann halt auch die Produktion zurückgefahren wurde. Hanf hat viele Einsatzmöglichkeiten, hier kurz einige zusammengefasst. Wie wir eben schon gesagt haben, Faserpflanze zur Textil- und Papierherstellung. Hanf, also das Cannabis, ist ein Arzneimittel. Hanf dient als Basis für Lacke, Farben und für die Waschmittelherstellung. Und zwar kann man aus den Samen Hanföl gewinnen, die wiederum dann in die Produktion für Lacke, Farben und Waschmittel eingeführt werden können. Hanf ist ein ökologisches Dämmmaterial beim Häuserbau. Hanf ist ein Futter- und Lebensmittel.
Und Hanf kann auch zur Energiegewinnung genutzt werden und kann fossile Brennstoffe ersetzen. Und zwar entsteht durch die sogenannte Pyrolyse Holzkohle. Bei der Pyrolyse wird quasi ein Material erhitzt und dann wird das in seine einzelnen Bestandteile getrennt. Das heißt, es wird getrennt in feste und flüchtige Stoffe. Die flüchtigen Stoffe wie die Gase gehen natürlich in die Luft, die festen Stoffe, die Holzkohle, bleibt. Und Hanf kann zur Dieselöl- und Schmierstoffgewinnung eingesetzt werden. Hier auch eine kleine Anekdote am Rande. Henry Ford hatte Anfang des 19. Jahrhunderts ein Automobil hergestellt, was dessen Karosserie verstärkt war mit Hanffasern und welches mit Ethanol aus Hanf gefahren ist. Da fragt man sich eigentlich, was ist in den letzten Jahrzehnten passiert? Nichts. So, nochmal zu dem Auto selbst von Henry Ford. Also diese Karosserie bestand eben aus Fasern mit Harz, war 2/3 leichter als die bisherigen Karosserieteile aus Metallen und wesentlich stoßfester. Und unter diesen Umständen könnte man halt meinen, dass eben diese Faserverbundstoffe aus diesen natürlichen Materialien sehr interessant sein könnten in der Zukunft, nämlich darum, wenn es geht, leichte Bauweise von Fahrzeugen herzustellen, wenn dann nämlich E-Mobilität und so weiter in den Vordergrund rückt und man dann eben mit Hanffasern Möglichkeiten des Karosseriebaus hat, fernab von Erdölprodukten. Das ist sehr spannend übrigens, dieses Konzept der Naturfasern in Verbindung mit Harzen zum Karosseriebau wurde in der ehemaligen DDR nochmal aufgegriffen, denn die Karosserie eines Trabants 601, bestand aus Baumwollfasern mit Harzen. Also da wurde halt eben der Hanf ersetzt durch Baumwolle, aber das Prinzip blieb und so war es möglich, beim Mangel von Ressourcen eben trotzdem Karosserieteile herzustellen, die übrigens sehr rostunempfindlich waren, weil sie einfach nicht gerostet haben. Dafür wurden sie von Ratten angefressen, habe ich mal gehört. Genau, man sieht hier so eine kleine schematische Darstellung, ist etwas schlecht zu sehen, was denn alles möglich ist. Ne? Also aus dem Öl, der Samen, welches gepresst werden kann, Das kann halt übrigens wie ganz normales Pflanzenöl behandelt werden. Es kann halt beigemischt werden oder auch eben pur verbrannt werden in Dieselkraftstoffe etc. Man kann die Hanffasern und alle Produkte, die aus dem Cracking eben des Öls herstellen, man kann eben die Hanfpflanze oder Pflanzen mit Pyrolyse eben erhitzen und dann wird das halt auch in diese Bestandteile, wie eben Sandra sagte, Holzkohle, Öl oder Methanol und Gas, also all diese Produkte dieser Pyrolyse, die kann man dann halt verwenden und anderen Bereichen zukommen lassen. Klar, das Gas ist brennbar, die sogenannten Pyrolysegase können aufbearbeitet werden, können eben auch zur Energiegewinnung genutzt werden. Methanol ist klar, die Öle, die dann halt wiederum wie Schweröl behandelt werden können, die dabei entstehen, können dann wieder gecrackt werden und daraus entstehen Heizöl, Kerosin, Benzin etc. Und die Holzkohle kann natürlich dazu genutzt werden, um auch der kontrollierten Verbrennung zugeführt zu werden und das Ganze halt auch noch relativ kohlendioxidneutral, weil es eben ein nachwachsender Rohstoff ist. Die Vorteile von Hanf oder von Hanffaser ist, dass Hanf kann hier bei uns in unserem Breitengraden angepflanzt werden und zwar nahezu oder komplett ohne Pestiziden, Insektiziden etc. Es gibt einfach nicht irgendwie den bekannten Schädling, der es erfordern würde, dass man halt großflächig eben Pestizide, Insektizide ausbringt. Insofern kann das halt angebaut werden, ist dadurch natürlich wesentlich umweltschonender als zum Beispiel Raps, welches einen relativ hohen Pestizidanteil
erfordert. Hanf wächst relativ schnell, das heißt, sobald es nach einigen Wochen in die Höhe gegangen ist, bildet es so ein dichtes Blätterdach, dass halt Unkraut etc. darunter keine Chance mehr hat, irgendwie Licht zu bekommen und zu wachsen. Insofern braucht man da halt auch eben keine Unkrautvernichtungsmittel. Zu der Hanffaser hatten wir gerade eben, übrigens die erste Jeans wurde auch aus Hanffasern gemacht, die erste Levis Jeans, das waren alles Hanffasern, weil es ja auch eben Segelstoffe waren, die damals zur eben Hosenherstellung genutzt worden sind. Wir könnten uns durch den Anbau hier ein Stück weit unabhängiger machen von eben dem Import von zum Beispiel Baumwolle und anderen Sachen, könnten dadurch die Landwirtschaft stärken, aber auch gleichzeitig die Umwelt weniger belasten. Wie gesagt, wenn man eben Hanf anbauen würde als Alternative zu Raps und anderen Energiepflanzen, wäre das durchaus sehr möglich und halt eben das, was man an Fremdstoffen, an chemischen braucht, mein Gott, ich habe jetzt irgendwie einen Wurm drin, was man halt in Pestiziden, Insektiziden braucht, könnte man sich da einsparen, insofern würde es die Umwelt weniger belasten. Okay, mach mal weiter. Hier noch so ein bisschen, was man alles machen kann, also die Pflanze selbst kann man eigentlich grob... Ich glaube, ich bin gleich durch, oder? Und dann können wir eigentlich die Fragen stellen. Okay, noch eine Folie danach. Man kann Hanf in drei verschiedene Bestandteile eigentlich aufdröseln und daraus ergeben sich verschiedene Anwendungsbereiche. Die Samen des Hanfs, aus denen eben das Hanföl hergestellt werden kann. Dann Wurzeln und Stiel, eben die zur Holzfaser oder Fasergewinnung genutzt werden können und eben der Blütenstand, aus denen eben das Harz oder das THC-haltige Harz gewonnen werden kann, welches dann als Genussmittel oder Arzneimittel genutzt werden kann. Ne? Also Blütenstand, Wurzeln, Stiel und Samen. Und man sieht hier halt aufgeschlüsselt, wie es dann halt eben weitergeht. Technische Produkte aus dem Hanföl, aus den Fasern, Textilien und technische Textilien, Faserverbundstoffe etc. und aus dem Blütenstand die Arzneimittel oder halt auch eben die Rauschgenussmittel, heißt das, glaube ich. Das ist das, was ich vorhin schon eingangs sagte, so wir versuchen das einfach mal hier so keinen wissenschaftlichen Vortrag, sondern einfach nur so ein bisschen zur Gedankenanregung, hier in diesen Arbeitskreis zu geben, in denen ja sehr viele Fachbereiche vertreten sind und sei es halt eben im Bereich Landwirtschaft kann das Thema gut bearbeitet werden, aber auch Umwelt, Naturschutz, aber auch Verbraucherschutz, aber auch eben Bauen etc., Wirtschaft natürlich, nicht nur weil halt eben mit einer Hanfindustrie in Deutschland natürlich neue Arbeitsplätze entstehen würden, sondern auch das Material wäre da, um damit auch Forschung zu betreiben, für eben Faserverbundstoffe, für nachhaltige Rohstoffe, für nachhaltige Arten des Haushaltens, des Bauens, sei es eben im technischen Bereich oder halt auch eben in der Bauindustrie. Denn dort gilt Hanf oder Hanffaserprodukte aus dieser als sehr gut, wenn es darum geht, nämlich natürliche Dämmstoffe herzustellen, weil Hanf sehr gut Feuchtigkeit aufnimmt und es wieder abgibt und dennoch eine gute Isolierleistung hat. Wir dachten, wir bringen das mal einfach in diesen AK rein, um dann halt zu schauen, um euch so ein paar Impulse zu geben. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle in euren Fachbereichen da auch Möglichkeiten finden könnt, das Thema Hanf als Pflanze, als Nutzpflanze zu bearbeiten. Denn das würde natürlich in unser Konzept einspielen, was wir als Partei haben, nämlich die strikte Gesetzgebung rund um die Pflanze Hanf aufzulockern, zu liberalisieren, zu zeigen, dass Hanf eben mehr ist als diese
böse Droge, die gesetzlich halt eben dazu erklärt wurde, sondern Hanf ist eine sehr eine nützliche Pflanze mit sehr vielen Anwendungsbereichen. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass diese Pflanze auch unserer Gesellschaft gut tun kann, eben mit all ihren Vorteilen, und dass sie eine tolle Alternative ist zu dem, was wir kennen. Und was wir daraus machen, wie wir da halt vorgehen, wie ihr vorgehen werdet in euren Fachbereichen, das möchte ich nicht vorgeben. Da seid ihr ja die Fachleute und kennt eure Ausschüsse, eure Fachbereiche besser als ich. Aber ich bin sehr gespannt, ob und was da kommt. So, und ich glaube, habe ich was vergessen? Ja, ich hätte jetzt halt noch kurz erwähnt, es sieht halt auch so aus, dass zum Beispiel Hanf von den Ertrags- und Anbauflächen also viel, viel effektiver ist als zum Beispiel Flachs oder Baumwolle. Und was wir halt gemerkt haben, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wir haben ja in Neuss diese Aktion gemacht, eine Hanf voll Respekt, wo wir auch Hanfsamen an die Leute verteilt haben. Und uns ist im Zuge dessen halt auch aufgefallen, das, was der Lukas eben kurz angesprochen hat, man spricht die Leute auf Hanf an und die haben direkt dieses Drogending im Kopf. Ich sag mal so, die Leute so zwischen 30 und 40. Hingegen eine ältere Dame, die so um die 70 war, die sagte zum Beispiel, ja klar, kenne ich und ist total gut und da hat man Taue draus gemacht und Kleidung. Es ist halt wirklich so, dass das Hanf war eigentlich mal die Pflanze, als dieses ganze Ding der Globalisierung noch nicht so funktioniert hat, haben die Leute das hier angebaut und das wurde halt genutzt. Und durch diese strengen Auflagen oder Subventionen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist diese Pflanze eigentlich stigmatisiert, obwohl sie eigentlich, wie wir festgestellt haben, so viele Einsatzmöglichkeiten hat und vielleicht auch die Lösung wäre für eine viel nachhaltigere Welt. Das war's. Dankeschön. Ja, ein schönes Schluss. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Ich melde mich auch, aber Herr Stefan hat sich zuerst gemeldet. Und fürs Feedback. Ein bisschen hat Sandra ja gerade schon aufgenommen durch ihr Schlusswort. Die Fachfragen spare ich mir jetzt. Ich würde gerne noch ein bisschen genauer von euch wissen, wo denn die Widerstände bestehen. Ich habe schon den Eindruck, dass es eine zunehmende Debatte gibt, die den Nutzen der Pflanze Hanf wieder entsteckt. Im Baum ist das kein Stigma mehr, mit Hanf zu arbeiten, hat alle Brandschutzauflagen zwischen erfüllt, darf verbaut werden, wird nicht verbaut, weil es keine Kompetenz gibt, keine Expertise, die ist verloren gegangen. Mich würde interessieren, wo bestehen die wichtigsten und die größten Widerstände, welche Interessen widersprechen der Nutzung, der breiteren Nutzung, der Reetablierung von Hanf? Also eine politische Frage. Vielleicht auch eine wirtschaftliche, was so dasselbe ist. Ich glaube tatsächlich, dass das ist eine gesellschaftliche Frage, denn durch die jahrzehntelange Gesetzgebung wurde oder ist in vielen Köpfen drin, Hanf ist das Teufelszeug. Und wenn man Hanffeld sieht, dann denkt man sofort an die Drogen. Aber das sind nur die an der Debatte, in der Entscheidung nicht beteiligt sind. Das ist vielleicht draußen, also ich glaube, wir müssen politisch unterscheiden zwischen denen, die Verordnungen vorantreiben und jenen, die, ich sag mal, merkwürdige Vorstellungen von Dingen haben, weil sie nicht genügend davon verstehen und weil sie hinreichend verblendet sind. Für mich sind das zwei verschiedene Gruppen. Also ich brauche mit meinem Vater nicht über Hanf zu reden, aber ich kann das mit dem Minister vielleicht doch tun. Also wir brauchen halt der ganze Hanfbereich, der Nutzbereich des Hanf ist bei uns hier im Land ist so weit eingeschlafen, dass ich persönlich glaube, dass wir politisch Anreize schaffen müssten, um wieder sowas wie einen Anfang zu schaffen, um wieder eine Industrie anzukurbeln. Das zeigt sich zum Beispiel daran, es gibt halt die Hanffaser Uckermark, das ist einer der Hersteller in Deutschland eben an Hanfprodukten. So ein kleines, idealistisch betriebenes Projekt, die sammeln gerade mit einer Crowdfunding-Aktion eine Hanferntemaschine. Ne, das heißt, weil es gibt da halt keine. Und die haben, kann halt entweder nur die Fasern oder die Samen ernten, aber es gibt wohl Möglichkeiten, das zusammen in einem Arbeitsschritt zu tun, indem halt irgendwie
das erstmal abgemäht wird, aber dann lässt man es liegen und kann es dann aufsammeln, also eine andere Art der Verarbeitung. Aber es gibt diese Maschinen zum Beispiel in der Landwirtschaft gar nicht. Die Landwirte selbst haben kein Interesse daran, weil der bürokratische, die bürokratischen Hürden dazu sind so hoch, dass sie lieber zum Beispiel Raps anbauen. Weil da bestelle ich mir das Saatgut, dann bringe ich das aus, dann ernte ich das ab und damit ist super. Ich muss nicht den Weg irgendwie großartig dann nachverfolgen, nachvollziehen. Ich muss keine Kontrollen erleiden, ob da jetzt vielleicht in diesem Feld doch dann THC-haltige Pflanzen mit angebaut worden sind. Ich muss nicht über andere, ja, ich muss da halt nicht rechenschaftspflichtig werden. Und deswegen ist da halt die Hürde in der Landwirtschaft relativ groß. Und, ist Hanf eben, ein Selbstbestäuber oder ist es eine Hybridpflanze? Hanf ist ein Windbestäuber. Okay, das heißt, also Hanf, deswegen hat Hanf ja auch keine Blüten. Hanf ist quasi nicht auf Insekten angewiesen. Blüten schon, aber. Ja, Blüten in dem keine Sinne. Keine großen, auffälligen Blüten, sondern ganz kleine. Genau, richtig. Das heißt, ich brauche kein Unternehmen, das mir den Samen gibt. Okay, gut. Ne? Da haben wir schon einen Widerstand. Ja, auch von also kann man sagen, das einfach. Nein, eben nicht. Wenn du Hanf hier als das noch. Du hattest Hanf hier als Kulturpflanze. Ja. Und der verbreitet sich auch von alleine. Ja. Das heißt, du hast im Prinzip auch Gegenden, wo der Hanf wild wächst von alleine, weil er irgendwo mal vor 300 Jahren aus dem Feld ausgebüxt ist. Das hat dazu geführt, besonders in Nordostdeutschland ist er früher angebaut worden, also DDR-Gebiet früher, da ist, wenn irgendwo eine Hanfpflanze gewachsen ist von alleine, ein Überbleibsel aus der Zeit, dann ist die Stasi ausgerückt, die hatten da richtig die Panik. Dann mussten die da so eine Art Botanikkurs machen, damit sie den Hanf von irgendwas anderem unterscheiden konnten und haben da die Hanfpflanzen ausgerupst. Die haben wirklich versucht, die Pflanze komplett auszubauen. Muss man sich vorstellen, wie geil die sind. Ganz kurz zu dieser Sache mit dem Windbestäuber, wo du sagtest, ah ja, dann braucht man ja eigentlich, muss man das Saatgut nirgendwo kaufen. Das ist nämlich auch eine von diesen Hürden. Man muss das Saatgut, auch wenn man es selber ernten würde, die Samen, darf man die nicht ausbringen derzeit in Deutschland, sondern man muss dann wieder diese vorgeschriebenen 20 Saatsorten, die zugelassen sind, die muss man dann wieder ordern, weil die einfach sicherstellen wollen, dass nicht durch Mutation oder sonst irgendwas irgendwann der THC-Gehalt wieder ansteigt. Das ist halt diese Problematik, was eigentlich total irrsinnig ist. Man hätte die Samen, könnte sie ausbringen, darf es aber nicht. Und das ist halt auch eine von diesen Hürden. Und der THC-Gehalt ist auch wetterabhängig. Also die Pflanze produziert ein Harz, dass sie vor Austrocknen schützt. Das ist aufwendig für die Pflanze. Das macht sie nur dann, wenn sie es muss. Das heißt, wenn du eine längere Trockenperiode hast, dann hast du relativ viel Harz und dann hast du auch entsprechend höhere THC-Gehalte. Wenn du einen kühlen, feuchten Sommer hast, hast du praktisch kein THC drin. Jedenfalls unter normalen Bedingungen. Jetzt gibt es natürlich spezielle Züchtungen, auch Gentechnik hat das schon eingesetzt, die auf jeden Fall den THC-Gehalt hochprügelt, damit das schön behauptet werden kann. Oder eben kannst du es umgekehrt machen, du willst halt einen niedrigen THC-Gehalt unter allen Umständen haben, das geht halt beides. Aber unter normalen Bedingungen ist der THC-Gehalt abhängig vom Wetter, das vorher geherrscht hat, in der Woche vorher. Ja, wie gesagt, es gibt ca. 20 zugelassene Sorten, die können halt eben auch hier nach Genehmigungsverfahren dann ausgebracht werden. Die haben halt einen THC-Gehalt von 0,0 irgendwas Prozent, also so gut wie nichts. Man müsste da wirklich ein halbes Feld von irgendwie rauchen. Dann hätte man aber eindeutig eine Rauchgasintoxikation. Markt, ne? Du musst einen Absatzmarkt haben und die Samen wollen wahrscheinlich Leute dran verdienen. Ne? Das ist bei den anderen ja auch so. Und das Problem nochmal bei der Landwirtschaft zu sagen, wenn man halt so ein Feld bestellt hat und das dann auch abgeerntet hat, es geht zur weiteren Verarbeitung, dann fehlt da auch, da fehlen die Abnehmer hier, davon gibt es relativ wenige in Deutschland, die dann diese Faserverarbeitung machen. Der größte Teil unserer Hanfprodukte, sei es Dämmstoffe, Fasern zur Textilgewinnung und so weiter, die kommen momentan aus dem Ausland. Genau das Saatgut. Fast alle Samen, die wir hier so kriegen, auch eben die im Fressnapf, welches als Vogelfutter deklariert ist, das sind alles importierte Samen. Das heißt, der deutsche Hanfmarkt besteht zu fast ausschließlich eben nur aus reinen Importprodukten. Ich habe mal mehrere Fragen, aber ich fange mal mit dem Organisatorischen an. Erstmal die Präsentation. Ich weiß nicht, ob ihr die wiederverwenden wollt. Hat mir so gut gefallen. Ich glaube, das ging ganz schön flüssig durch.
Wenn ihr sie nochmal sozusagen auf Tour damit gehen wollt, ist meine kleine Empfehlung am Anfang, vor allem ein bisschen irgendwie ein paar Bilder zu haben zu den Anekdoten oder so, damit man so ein bisschen. Das nehmen wir auf. Und ich finde vor allem gut, wenn man in diesem Raum ist und das Anfangsbild hat, dann sieht man das schön von der Seite. Also wenn ihr nochmal das Anfangsbild macht, dann. Ja, soll ich machen? Ich habe jetzt persönlich so Folgendes mitgenommen, einfach so für mich, um euch das als Feedback zu geben. Erstens, der Anbau ist besonders sanft und man kann auch mit den Argumenten bezüglich des Anbaus und wie gut das funktioniert und wie effizient das ist, doch wunderschön rausgehen. Also damit kann man doch wunderschön was machen. Ist natürlich jetzt dann vor allem hier euer beider Gebiet, ob ihr da mit was arbeiten könnt oder ob ihr da einen Antrag, kleinen Anfang oder so unterstützt. Für mich persönlich war natürlich wichtig, bauen mit Hanf und dämmen mit Hanf, vor allem der Hinweis aufs Dämmen. Wir haben ja gerade in unserem Gebiet Bauen mit Holz in die Landesbauordnung oder wird das gerade eingebracht, dass mit dem Bauen mit Holz in der Landesbauordnung besser berücksichtigt wird, weil da bisher große Einschränkungen waren, was überhaupt nicht nötig ist. Und da haben sich ja auch durchaus die Architekten für eingesetzt und ich habe auch wenn ich mal mit Lobbyisten, also Architektenkammer spreche, sind natürlich sehr dafür, dass man auch praktisch diese Alternativen, mittlerweile alternativen Baustoffe, weil natürlich traditionell ist ja Bauen mit Holz durchaus üblich, aber mittlerweile ist es ein alternativer Baustoff, wieder ein bisschen mehr in Mode kommen. Natürlich spricht man mit denen auch sehr viel über das Dämmen und ich könnte mir vorstellen, mit Blick auf Stefan hier, unseren Referenten, und mit Blick auf den anderen Stefan natürlich auch, ob wir nicht vor allem erstmal bei unseren Gesprächen mit Lobbyisten beziehungsweise mit Leuten, die sich damit auskennen, da einfach mal nachfragen, wie sieht es denn aus? Ich glaube, die wissen natürlich, weshalb wir auch mal Hanf beim Bauen ansprechen, aber das macht ja nichts. Sie können uns sicherlich ein bisschen was erzählen. Und ich kann mir da durchaus sehr gut vorstellen, da aktiv zu werden. Und wenn wir brauchen, können wir sicherlich auch parlamentarisch da was machen. Aber damit mal als Punkt für so Fachgespräche ist das, glaube ich, ganz gut. Auch kann man, glaube ich, auch einfach mal fragen. Hm. Wenn, um da vielleicht auch kurz reinzugrätschen, also ich kann halt sagen, dass auch wenn ihr oder du, Stefan, im Speziellen irgendwelche Fragen zum Thema Hanf hast, dieses Unternehmen, was wir erwähnt haben, Hanffaser Uckermark, die sind wirklich sehr hilfsbereit, die haben uns auch Ansichtsmaterial zur Verfügung gestellt, die haben auf ihrer Seite unheimlich gut Dinge aufbereitet und erklärt und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht auch einfach, wenn ihr euch dem Thema annehmen wollt, möchtet, dass man auch einfach mal einen Vertreter von denen einlädt und sich das dann einfach mal von der Pike auf erklären lässt. Wenn ihr da Anschauungsmaterial habt, könnte ich mir vorstellen, dass es uns ganz gut tut, das mal da mal drauf zu gucken, damit wir sozusagen was zum Erzählen haben. Ja. Also ansonsten geht es gar nicht mal so sehr darum, dass wir uns informieren, das auch, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wie denn die Bauindustrie, Architekten, also da gehe ich jetzt erstmal von meiner Seite aus, wie die darüber denken, einfach da mal so einen Anstoß zu geben, gar nicht für uns als Info, sondern eher so, um so ein bisschen da die Kontakte zu knüpfen und mal zu gucken, wie denn das überhaupt gesehen wird. Denn ich kann mir vorstellen, dass gerade im Bausektor es da gar nicht so große Bedenken oder so gibt, sondern eher vielleicht so ein paar praktische Gründe dagegen sprechen. Dann kann man ja da anknüpfen. Zum Beispiel halt, wir kriegen ja kein Hanf. Auf der anderen Seite ist halt eben die Nachfrage nach regionalen Produkten ja momentan wächst stetig in allen Bereichen eigentlich. Ne? Und eigentlich wäre das, da ist irgendwie so, also ich glaube, man kann einfach gut drüber reden. Da müssen wir gar nicht so viel an Hintergrundwissen haben. Es ist netter, eine nette Sache so als Smalltalk-Thema für die nächste parlamentarische Abend oder sonst was. Deshalb ist das gut, dass ihr uns das hier vorgetragen habt. Eine Sache habe ich noch.
gerade wo du jetzt sagtest, dieses eine Unternehmen da, vielleicht gibt es ja sogar noch ein oder andere mehr. Ich weiß, in Düsseldorf gibt es ein Unternehmen, das hat einen Online-Versand für Hanfkleidung. Ja. Da war ich mal. Die machen nämlich. Kann man das besuchen? Weil auf der Homepage habe ich nur gesehen, dass sie einen Online-Handel haben. Also wenn das die sind, die oben bei mir im Norden an der Münsterstraße sitzen, kann man die besuchen, da war ich schon. Ja, super. Die ist nicht sehr groß. Da war. Es gibt wohl irgendwo in Ostwestfalen, also bei uns in NRW, auch noch einen Verarbeitungsbetrieb. Das Einzige ist, ich weiß nicht, dass es halt die hier gibt. Ich wusste jetzt nicht, dass das was Besonderes ist. Mhm. Ich war damals davon ausgegangen, dass die, ach ja, nett, dass sie auch Hanf hier verkauft. Mhm. Die haben mir das extra gezeigt, weil eigentlich war ich da, um was anderes zu kaufen, nämlich einen Staubsauger. Die haben nämlich... Wir haben nämlich zwei Online-Geschäfte. Einmal für Hanf und einmal für selbstfahrende, also automatische Staubsauger. Warum die ausgerechnet diese beiden Geschäftszweige haben, weiß ich nicht. Diversifikation. Aber die haben mir dann extra nochmal die Hanfsammlung gezeigt. Deshalb war jetzt meine Frage, ob es nicht, ob es sowas gibt und wenn es sowas nicht gibt, ob man nicht sowas organisieren kann. Mal eine Ausstellung, wo man Produkte sehen kann, die man die mit Hanf gemacht wurden. Also ich könnte mir das jetzt nach eurem Vortrag so toll vorstellen, dass man das mal irgendwo macht, gerne mit Piratenlabel, aber einfach so dann auch zu zeigen, ja, was das alles für Möglichkeiten gibt. Also ich habe während meiner Recherchen festgestellt, die aber jetzt natürlich nicht so intensiv in die Tiefe gegangen sind, dass es halt so war, dass es nach 1996, nachdem der Hanfanbau unter strengsten Auflagen wieder zugelassen wurde, dass es so einige Modellprojekte gab. Und es sieht halt so aus, dass das Thema von 1996 bis 1998 stark bespielt wurde. Da gab es... auch politisch, da gab es dann halt Messen, da gab es dann, ich weiß nicht mehr genau, in der Region niederländische Grenze, müsste ich nochmal nachschlagen. Die Region fällt mir nämlich nicht genau ein. Da haben die quasi auf, auch von NRW, auch vom Landschaftsministerium gefördert, haben die halt Hanf angebaut, um einfach halt mal zu sehen, wie wächst Hanf, erste Erfahrungen zu sammeln und einen kompletten Weiterverarbeitungsprozess dort zu machen. Es sieht dann so aus, dass die Bestrebungen bis 1998 gingen und dann auf einmal bricht das ab. Warum auch immer. Also das habe ich halt während meiner Recherchen festgestellt. Es gibt halt immer mal wieder Versuche, die so aufkeimen, aber dann auf einmal werden diese dann im Keim erstickt, nicht weiterverfolgt, man findet ja, nichts mehr. Das sind die ja doof alle. Funktioniert gar nicht. Ich könnte mir das so gut vorstellen als Ausstellung in der Landesgeschäftsstelle hier. Das eignet sich sehr schön als Galerie. Also wir zum Thema Ausstellung und so, wir versuchen auch schon wir versuchen die Augen offen zu halten nach einem Künstler oder einer Künstlerin, die eben Kunst mit dem Werkstoff Hanf macht. Das ist uns bisher nicht gelungen, so jemanden irgendwie ausfindig zu machen, weil wir dachten uns auch, machen wir halt irgendwie eine Ausstellung oder eine Vernissage dieses Künstlers hier im Landtag. Das wäre ja auch mal ganz nett, aber bisher ist uns da keiner im Weg gelaufen. Sollte euch halt irgendwer da zufällig begegnen, dann denkt einfach daran und gebt mir ein Piep oder uns. Dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Ich frag mal. Ja, ansonsten vielleicht auch noch ergänzend interessant zu diesem Themenkomplex Hanf als Nutzpflanze, abseits von der ganzen Drogenpolitik hat sich innerhalb der Partei auch eine Gruppe gegründet, die IG Hanf, irgendwie Untergruppe oder sowas. Interessensgemeinschaft. Hanf innerhalb der Piratenpartei hat sich eben herausgebildet aus der jetzigen AG Drogenpolitik. Weil das eben Menschen waren, die Interesse hatten an am Nutzhanf und an der Pflanze Hanf und all diesen Aspekten, sich aber da jetzt nicht so gut durchsetzen konnten innerhalb der AG Drogenpolitik, weil da waren wiederum die Leute, die über Drogenpolitik reden wollten und nicht über, dass Hanf eine tolle Faser hat. Und deswegen hat sich das da aufgespalten und da gibt es jetzt diese Struktur, die auch aktiv ist innerhalb der Partei und ich bin gespannt, wie das dann noch wächst und entsteht. Ich habe noch mal ein paar praktische Fragen. Oliver hat in dieselbe Richtung gesprochen. Habt ihr denn schon mit den Verbänden Kontakt aufgenommen? Also Landwirtschaftsverbände? Nein. Deutsche Nein. Okay. Nein. Die Landwirtschaftskammer. Ja,
das jetzt hier... Das soll quasi so der Opener sein, um euch die Möglichkeit zu geben oder auf die Idee zu bringen, sowas zu tun. Weil wir hatten bisher immer nur das Thema aus dem Medizinbereich und sind da auch mit den Verbänden aus diesem Bereich, sei es der Hanfverband, sei es die Interessensgemeinschaft der Cannabispatienten und so weiter, mit denen sind wir in Kontakt. Da bestehen auch sehr enge Kontakte und die können wir natürlich auch konsultieren, wenn es darum geht, den Kontakt zu erweitern in andere Richtungen. Ich denke mal, die kennen sich da auch. Aber was jetzt die anderen Bereiche anbelangt, sind wir noch relativ jungfräulich in der Fraktion. Und die Landwirte, die jetzt Hanf schon anbauen hier in NRW, ist das bekannt, was die Absatzmärkte haben oder was sie mit ihrem Hanf machen, wo die das verkaufen und wozu? Nein, ist mir nicht bekannt. Ich habe dich ja auch, am Flur irgendwie mal kurz angesprochen, ob du denn irgendwie was wüsstest über die Anzahl der Hektar, der Anbaufläche Hanf in NRW. Habe ich euch aber gemailt. Genau. Die Landwirtschaftskammer hat da Sachen, wie viel, also ich habe jetzt nicht selber nachgeguckt, da muss man rumklicken. Also das ist bekannt, aber ich habe das noch nicht durchgeguckt. Ich habe nicht geguckt, was sie damit machen, das fände ich interessant. Genau, ne? Also das wäre wirklich mal interessant, das auch zu erfahren und vielleicht... Also die Zahl der genauen Anbaufläche irgendwie aufs Jahr aufgedröselt und die Entwicklung habe ich auch so nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Angenommen, wir reden über die Durchführung einer großen Veranstaltung, Messe, Infotainment, wie immer auch zu Hanf, vom ersten Anpflanzen bis zum letzten THC-Tropfen oder was auch immer. Ich hätte jetzt gesagt, bis zum letzten Nähstich. Oder Nähstich oder auch Bau, Eindämmung, was oder Auto oder Bahn, also die gesamte Wertschöpfungskette, bis hin zur Frage der Wiederverwendung, des Recycling, was ja auch bei Hanf viel einfacher ist als bei irgendwelchen Verbundstoffen. Ich bin nicht gut, was die Verbundqualitäten von Hanf betrifft, aber wenn ich richtig informiert bin, sind die Zementfaserplatten, die aus Hanf hergestellt werden, leicht wieder aufzutrennen, sodass die Wiederverwendung sortenrein gelingen kann, jedenfalls mit einem geringen Energieeinsatz. Aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das ist ja das Problem bei vielen Verbundstoffen, die gerade beim Dämmen von Gebäuden eingesetzt werden, dass das Problem beim Abriss des Gebäudes dann besteht. Also wenn wir über irgendwelche Kunststoffe reden, ist das total scheiße. Von Brandverhalten mal ganz abgesehen, Grundwassereintrag und so. Also mich würde interessieren, wie ihr das Potenzial seht bei einer großen, konzertierten Aktion, die wir zum Beispiel mal Hanfkongress nennen als Arbeitstitel. Macht sowas Sinn eures Erachtens? Ist es im Sinne der Fraktion, im Sinne der Partei hilfreich, eine solche Aufgabe anzugehen? Angenommen, ihr würdet diese Frage mit Ja beantworten, welchen Vorlauf glaubt ihr, braucht man da? Wo könnte das stattfinden, mit welchen Akteuren? So als erste Idee. Also ich würde da direkt mal anführen, also diese Interessensgemeinschaft Hanf, dieser Ableger aus der AG Drogenpolitik, die haben sich ja erst vor ein paar Wochen neu konstituiert. Es sieht so aus, dass einer der Mitinitiatoren ist der Harry Hensler aus Berlin, die Jessica Zinn. Das sind sehr engagierte Menschen, die auch in dem Bereich Hanf sehr fit sind. Und ich würde einfach sagen, wenn wir diese Frage stellen wollen, wie kommt das an, wie macht man das, sollte man diese Leute auch auf jeden Fall mit ins Boot holen. Weil zum einen können die uns so eine ungefähre Momentaufnahme geben und natürlich auch wichtigen Input liefern, Kontakte und so weiter und so fort. Mich würde vielleicht auch die Meinung von eben Olli, Simone und Hans-Jörg interessieren, so inwieweit sollen wir da als Fraktion da auch hinarbeiten, dass wir vielleicht irgendwie sagen, wir veranstalten als Fraktion, ne? Nicht als Partei, sondern als Fraktion, eben so ein oder zweitägigen Hanf-Kongress, nennen es Hanf, weiß ich nicht, Symposium oder keine Ahnung. Ja, angesichts der Tatsache, dass diese Pflanze wirklich eine gute Nutzpflanze ist, das ist überhaupt kein Zweifel, halte ich das für eine gute Idee, das zu tun. Also das ist in der Tendenz auch eine Möglichkeit für die Landwirtschaft wieder was zu machen, und zwar was Nützliches anzubauen. Das ist das langfristige Ziel, muss ich sagen, dass man Hanf wieder auch als Nutzpflanze wirklich einführt. Aus den Gründen, die du auch dargestellt hast. All den Schwierigkeiten, die es gibt, also es gibt keine Maschinen, es gibt keine Industrie, keine Infrastruktur, die das im Moment verarbeiten kann, weil das halt
gezielt ausgerottet wurde und kaputt gemacht wurde, müsste man alles wieder aufbauen. Aber auch das ist eben eine Chance, eine Möglichkeit. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich würde auch hinter der Idee stehen. Also wenn das, wenn wir das machen, gerne, bin ich gerne dabei. Von, ich könnte mir ja vorstellen, dass so ein zweitägiges ist natürlich ein sehr großer, nicht Ressourcenaufwand von Geld ja auch, aber personelle Ressourcen sehr stark reingehen. Deshalb mache ich jetzt mal einen Vorschlag, eine Stufe kleiner, was man eventuell damit verbinden kann. Entweder im Vorlauf oder auch zusammen. Ich war eben schon bei der Ausstellung in der LGS. Das finde ich eigentlich prima, weil das auch was Längeres ist, so eine Sache. Man kann natürlich auch von der Fraktionsaussagen in meinem Wahlkreisbüro dort, beziehungsweise man kann natürlich auch das Wahlkreisbüro in Neuss dafür nehmen. Fände ich sogar interessanter, als es hier im Landtag zu machen. Das wäre aber eher so eine praktikable Entscheidung, wo sowas besser aufgehoben ist. Ich stelle es mir nur jetzt einfach erstmal in der LGS vor, weil das auch so ein Galerie-Typ ist. So, wer das veranstaltet, Fraktion oder so, das kriegt man dann hin, ist ja auch ein Wahlkreisbüro da. Dann kann man ja zur Veranstaltung das, die Dinge ein bisschen mehr aufteilen und nachher steht es etwas weiter oben. Im Wahlkreisbüro, ich könnte mir vorstellen, dass man das sehr einfach und ohne großen Aufwand, ohne sehr großen Aufwand machen kann. Klar kann man eine Ausstellungseröffnung machen und Leute einladen. Es gibt ja eine Vernissage und es gibt ja auch eine, wie heißt das, Finissage? Nein. Ja. Mindestens zwei Veranstaltungen und noch ein Bergfest sowas in der SA. Na gut, also man kann das ja dann mit Veranstaltungen verbinden. Man kann außerdem, das würde ich zum Beispiel an der Stelle machen, schlicht und einfach mal sagen, ich treffe mich mal mit der Architektenkammer oder mit irgendwelchen anderen im Bereich Bauen und lade die nicht hier in den Landtag ein, sondern lade die für 8 Minuten hier entfernt da ein und kann dann gleichzeitig die Ausstellung zeigen. Praktisch, ich kann mit denen auch über andere Themen sprechen. Ich kann mit denen auch über die neue Landesbauordnung oder sonst was sprechen. Aber ich kann zusätzlich natürlich denen dann da die Ausstellung zeigen. Würde ich dann gut miteinander verbinden. Ich glaube, die Exponate, ich würde mich dazu sogar herablassen, wenn es nicht anders organisierbar ist, schlicht und einfach in dieses Hanfhaus zu gehen, was ich eben schon erwähnt habe. Ich habe es mittlerweile mal gegoogelt. Und da einfach die Produkte auszuleihen. Und dort schlicht und einfach hinzustellen und von mir aus mit dem Schild, wo man die erwerben kann. Also, wir können ja gerne mal vorbeischauen. Das ist Münsterstraße, die haben sogar Öffnungszeiten. Die sind zwar nicht besonders groß, freitags 13 bis 15 Uhr und samstags 10 bis 13 Uhr. Ist bei mir um die Ecke. Wie gesagt, ich war da schon mal, ist aber schon ein bisschen her. Da kann man das sogar dann sich angucken hier. Die haben alles Mögliche, nur keine Baustoffe. Die haben Textilien, Kosmetik, Ernährung, lecker, ich habe schon Hunger, Schokolade mit Hanf. Ich würde mich sogar lassen, schlicht und einfach diese Produkte dahin zu stellen. Es ist ja erstmal, es muss ja erstmal nicht umfassend sein. Ich glaube, dass man das überhaupt macht und man zeigt, was es gibt, ist für uns ein Mehrwert und für jeden, der uns Produkte da zur Verfügung stellt, bestimmt auch so schwierig. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das zusammen zu glauben. Und es muss ja nicht vollständig sein. Und umso mehr, natürlich umso mehr Energie man reinsteckt und vielleicht irgendwelche schönen Tafeln macht, wo nochmal die Geschichte erklärt wird, umso schöner. Aber vielleicht, wenn es nicht klappt mit den Ressourcen, dann kann man das auch alles eine Stufe kleiner machen. Könnte ich mir eventuell so als Vorlauf für so eine Konferenz vorstellen, dass man das vorher mal macht, um so überhaupt mit den Leuten zu sprechen und dann tatsächlich in diese, deshalb vielleicht würde ich das auch gerne über eine Veranstaltung hinaus machen. Also nicht nur eine Veranstaltung, wie hier Snowden Art, wo man einmal die Leute hat, sondern so einfach als Möglichkeit, die reinzubitten und zu zeigen. Ich wollte so eine Art, ich bin nicht auf die LGS fixiert, aber ich wollte sowas eh machen. Natürlich wollte ich was mit ÖPNV machen. Aber wir sind ja noch im kreativen Bereich. Es gibt ja ein paar Monate Zeit. Ne? Und man kann ja sowas dann machen. Insofern, prima. Ich übergebe. Olli hat redet den schwer was nachts. Ja, da war ich gerade wärmer. Ich war vier Wochen nicht da. Ich sehe jetzt auch irgendwie zwei Ansätze. Also auf der einen Seite zu gucken, irgendwie, also ob ich das bin bei der Landwirtschaftskammer oder Oliver bei der Architektenkammer oder so, inwieweit da eben auch schon Interesse ist, Wissen, auch altes Wissen irgendwie und
ob es da Möglichkeiten gibt, dass sie sich da öffnen, darauf zugehen und so weiter. Auf der anderen Seite, du hattest eben ja auch in dem Vortrag gesagt, dass gerade jetzt eben bei den 30- bis 40-Jährigen man das sofort eben mit der Droge assoziiert. Dementsprechend stelle ich mir vor, und es muss vielleicht auch nicht eine zweitägige Konferenz sein, da hat man ja wieder den Übernachtungsfonds, weiß ich nicht, eher so eine eintägige Sache, in Kombination mit einer Ausstellung, ein sehr niedrigschwelliges Angebot, sodass Leute sagen, oh, das ist interessant irgendwie und das sind Ausstellungsstücke und dann gibt es da vielleicht 3, 4 Vorträge, um dem Normalbürger die Gelegenheit zu geben, auf eine einfache, unterhaltsame Art über die Möglichkeiten von Hanf aufgeklärt zu werden. Das finde ich gut. Das kann man ja auch kürzer fassen. Boah. Dankeschön. Der Stefan Fricke, dich da hinten meine ich. Wolltest du auch noch was dazu sagen? Nein. Da du als Abgeordneter angesprochen warst. Okay. Ja. Also ich find's cool, wenn wir uns da halt Gedanken machen, mit ihr in euren, im Rahmen eurer Möglichkeiten, mit Verbänden, kann man wie auch immer da in Kontakt tretet, euch Gedanken macht, wie und was ihr da erfahren wollt. Vielleicht mündet das auch in der einen oder anderen parlamentarischen Initiative, wie auch immer die aussieht. Ich finde grundsätzlich Aktivität in diesem Bereich total toll, weil es eben ein, ja, der Inbegriff der Nachhaltigkeit quasi ist. Und unsere Partei hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben, hat das im Grundsatzprogramm stehen. Ich finde es halt eben ganz schön, solche unkonventionellen Stoffe und Möglichkeiten da auszuloten und dem halt auch eine parlamentarische Stimme zu geben. Das war quasi das Schlusswort. Dankeschön. Bitteschön. Genau, we stay in contact. Ja. Ja. Wenn wir irgendwas von der IG Hanf hören, wir können uns dann untereinander vernetzen, wenn ihr irgendwas Neues wisst. Haltet uns einfach auf dem Laufenden. Ja, ich fände es am besten, Entschuldigung, wenn wir, ich meine, es gibt ja genügend Listen, ne? Aber wenn ihr uns so hin und wieder einfach unaufgefordert Neues von der Hanffront schicken machen würdet. Machen wir. AK4-Liste, auch MDR-Liste. Spend ruhig Listen voll damit. Nee, wir machen das. Wir werden immer wieder, wenn uns irgendwelche Dinge begegnen, die, ja, wo wir meinen, das könnte für den AK interessant sein, werden wir es einfach kommentarlos machen. Ich werde dann aber die Leute direkt anschreiben. Ich bin halt. Mach direkt oder schickt einen von uns für die AK4-Liste, genau, genau, oder eine Liste für den AK. Genau. Das oder, machen wir so. Oder fragt doch einfach erstmal im AK4 an, wer diese Infos will. Ja. Die sollen sich aktiv zurückmelden und dann kriegen die von dir. Viel zu umfangreich. Okay, wir kriegen das hin. Wir verlassen uns natürlich so ein bisschen darauf, dass ihr die Connections mit dem IG Hanf und sowas haltet und Feedback gebt, dass wir hier, was wir hier auch gemacht haben. Wir geben uns Mühe und wir hoffen, optimalerweise entwickelt sich da halt etwas, was von ja, selbst Ja, der läuft. Harry Hensler hatte bei uns, der ist jetzt irgendwann in Düsseldorf, der hatte dann nämlich schon angefragt. Er hat zwar nicht direkt gesagt, dass es um die IG Hanf geht, aber er sagte, er hat da ein Anliegen in Hanf und ich denke, wenn der hier in der Gegend ist, dann können wir euch ja auch Bescheid sagen. Macht das. Na? Gut, danke für euch. Danke euch. Produktive Sitzung. Ja, wir gehen noch mal ganz kurz einfach durch die Ausschüsse durch und fangen mit dem A17 an. Ja, ich bin bei der kommenden Sitzung in 2 Wochen nicht da. Ich hatte auch nach der Vertretung mehrfach gefragt, in der Fraktionssitzung über die Mail, aber dann, da sich keiner gemeldet hat, sagt dann, er bucht das dann auch alleine. Letzter Ausschuss war Mitte Mai, also es waren primär Themen von Dunnebott. Was wir jetzt gemacht haben, ich hatte ja einen Antrag gestellt, verpflichtende Kennzeichnung zur Verwendung von Bisphenol A. Daraufhin sind jetzt ja SPD und Grüne auf mich zugekommen und ich habe es ins umgekehrte Verfahren gegeben, aus dem Grund, dass die gesagt haben, wir sind da ganz bei euch, wir wollen das nicht nur kennzeichnen, wir wollen das verbieten, sodass wir den Antrag jetzt nicht weiter verfolgt haben, also wir haben im Ausschuss erstmal geschoben und werden dann einen gemeinsamen Antrag mit SPD und Grünen zum Verbot von Bisphenol A einstellen. Der ist noch nicht ganz da, wir sind uns über ein paar Formulierungen noch nicht einig, aber da sind wir auf einem guten Weg. Ansonsten hatte ich nichts Besonderes.
besonderes Dannebäum? Ja, ich mache gerade mal hier mein Stichwort ein bisschen auf. Das dauert ein bisschen mit Microsoft Words. Ganz zwischendurch. Kann leider nicht vertreten, weil ich gleichzeitig Wissenschaftsausschuss habe. Ja, es sind ganz viele Sachen parallel an diesem Format. Ja, das 30, ist eben das Problem immer. Ich bin wahrscheinlich auch wieder dann mit dem Wirtschaftsausschuss dabei. Im Vormittag, das ist halt so. Wirtschaft- und Energieausschuss. Also wir hatten diesen Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung auf dem Programm. Dann keine Windräder im Wald. Ja, FDP-Antrag. Hatten wir den überhaupt behandelt? Wir haben abgelehnt. Den haben wir abgelehnt. Ne? Der wurde abgelehnt und gar nicht mehr lange zu diskutiert. Unverschämtheit. Die wollen eine Abstandsregelung haben, die ist wesentlich höher für ein Windrad, wesentlich höherer Abstand als für den illegalen Schwarzbau der Rennen 4, den sie ja nachträglich legalisieren wollen. Das ist ganz großartig, was sie da vorhaben. Dann hatten wir Mehrwegquote stabilisieren und erhöhen. Ja, ist eine gute Idee, sind wir ja auch dafür. Kennzeichnung, hat der Simone gesagt, Kennzeichnung von Bisphenol A. Sind Ausschüsse und Anhörungen, also geplant. Ich muss hier ein bisschen scrollen, das ist etwas umfangreicher. Dann gab es einen Bericht zu einer Antibiotika-Datenbank. Dann hatten wir einen Bericht zu Problemen mit der Abfackelung im Werk BP in Gelsenkirchen-Scholven angefordert. Der lag schriftlich noch nicht vor, den hat der Minister dann mündlich begeben. Der war nicht besonders aufschlussreich wie üblich. Dann gab es einen Bericht zu uns der CDU, zu Leckagen beim Wesselinger Kunststoffhersteller. Da hatten wir also wieder das Problem, dass da aus Chemiewerken oder aus defekten Leitungen schädliche, giftige oder kritische Stoffe halt in die Umwelt gelangen, das Übliche. Sie sind also angeblich dabei, das zu verbessern, aber es ist ja auch Bundesrecht und das ist alles immer nicht so einfach. Ja. Das war so das, was ich hier jetzt hatte. Habe ich was vergessen? Nee, die Anhörung zum Abfallwirtschaftsplan. Und da wollte ich dann noch was zu sagen. Ja. Also wir haben ja eine Anhörung zum Abfallwirtschaftsplan, der Entwurf, der rausgekommen ist, das ist am 31. August. Das heißt, wir müssen Experten haben, noch vor den Sommerferien, würde ich mal sagen. Ich kenne hier keine in NRW und letzte Woche oder das vorletzte Woche, das weiß ich schon gar nicht mehr, waren hier Leute bei mir, so Plenumszeit war das so. Die sind hier rumgegangen, die haben alle Fraktionen abgeklappert und zwar kamen die aus Bielefeld und die machen, das ist keine Recyclingfirma, sondern eine Wiederverwertungsfirma, die das auch mit sozialen Arbeitsplätzen verbindet, dass sie haben dann berichtet, dass sie so ein Kapitel im Abfallwirtschaftsplan vermissen, dass dann nur über Recycling geredet wird, aber nicht über Wiederverwertung. Und das hätten sie gerne da mit rein. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir gucken, dass sie als Experten geladen werden und das da bei der Anhörung machen, weil vorher können wir ja keine Anträge schreiben, damit wir das mit berücksichtigen. Ja, und das war, die haben ein bisschen berichtet, was sie da machen und da war nicht nur eine Person, sondern sie kam zu dritt, da war ich sehr erstaunt. Musste ich halt gucken, dass ich mein Büro da ein bisschen aufpeppen konnte. Ja, das dazu. Und wenn jemand Abfallexperten hier aus NRW oder so kennt, bin ich erfreut, wenn ihr mir das sagen würdet. Und die nächste Sitzung ist am 17. und die Unterausschuss-Sitzung, Klima-Unterausschuss, der fällt weg, mangels Termin oder so. Mangels Tagesordnungspunkt. Ja, aber die, wann jetzt dieser Klimaschutzplan im Plenum abgestimmt wird, das weiß ich nicht. Das war eigentlich gedacht, dass sie das noch vor den Ferien machen. Ja, das wollten die eigentlich schon im Mai gemacht haben, aber da war das ja dann wegen voller Tagesordnung, ist das dann verschoben worden. Und ob die das jetzt im Juni machen müssen, wenn nicht, die Tagesordnung liegt halt dann nicht vor. Ne? Nee, weiß ich auch nicht. Werden wir dann sehen, ja. Ich meine, der Plan ist genauso lächerlich wie das Gesetz. Ne? Das ist, nichts ist bindend, alles ist nur Larifari und
freiwillig und wenn ihr gerne wollt, dann dürft ihr das machen, da haben wir nichts dagegen, aber wenn ihr nicht wollt, dann passiert euch auch nichts. Das ist großartig. Und jetzt, wenn man sich das anguckt im Zusammenhang jetzt mit dem ganzen Schlamassel, das jetzt angerichtet ist, dass RWE keine Rückstellungen mehr hat für die Atommüllendlagerung und dass sie die erst durch Braunkohlekraftwerke verdienen müssen. Und da geht Gabriels Abgabe für klimaschädliche Braunkohlekraftwerke ja gar nicht. Und jetzt kommen sogar die Grünen an und sagen, sie wollen die alten Möhren aufrüsten. Da soll RWE Geld dafür kriegen, damit sie die alten Braunkohlekraftwerke weiter betreiben können. Die werden ein bisschen aufgerüstet, vielleicht ein bisschen weniger Quecksilber aus dem Schornstein. Und vielleicht kriegen sie auch den Wirkungsgrad von 32% auf 33% hochgejatzt oder irgendwelche Scherze mehr. Ne? Man hat natürlich beim Kondensationskraftwerk keine Chance, man kommt nicht viel über 30%, wenn man nicht Wärme auskoppelt. Und Wärme auskoppeln kannst du dann nicht, weil die Kohlekraftwerke, Braunkohle, direkt an der Braunkohlegrube stehen müssen, weil es sich nicht lohnt, Braunkohle zu transportieren, weil sie 60% Wasser enthält und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Die ganze Problematik, die die ganze Zeit da dran hängt, die lösen sie nicht. Die machen genau das Gegenteil von dem, was sie im Klimaschutzgesetz und im Klimaschutzplan formulieren und auch im LEP wird nichts stehen dazu, was geeignet ist, Kohlekraftwerke zu verhindern oder abzuschalten. Das ist alles ganz großartig, was hier abläuft. Ich wollte doch dazu sagen, also ganz so negativ sehe ich den Klimaschutzplan nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich jetzt denke, was die Enquete-Kommission Chemie da gemacht hat, das ist alles im Geheimen abgelaufen. Hinterher gibt es einen Plan, wo du einfach eine Zusammenstellung hast, was alles so an Öl Vermeidung möglich ist und wie man Öl ersetzen kann. Handlungsempfehlungen meinst du, ne? In der chemischen Industrie, was? Die Handlungsempfehlungen meinst du, ne? Nicht nur die Handlungsempfehlungen, der ganze Bericht ist eigentlich, sind ja lauter Berichte, die da zusammengefasst werden. Da hätte Wimi sich ja auch in der Uni erkundigen können und hätte die zusammenstellen können. So. Und das ist relativ geheim abgelaufen und nur zum Schluss gab es dann mal so eine Tagung hier so halbtags und da ist dann mal so ein bisschen was vorgestellt worden. Und ich finde, der Klimaschutzplan, finde ich einfach, das sollte man schon erwähnen, ist sehr offen, mit ganz breiter Beteiligung erstellt worden. Also da konnte jeder per Internet dran teilnehmen. Es sind alle Verbände, Vereine, einzelne Personen und alles Mögliche an Leuten, die damit beteiligt waren. Und das ist dann zusammengefasst und ausgewertet und berechnet worden vom Wuppertaler Institut zum Schluss. Und ich finde, das könnte man schon mal erwähnen, weil für mich ist das nicht nur Pirate. Ich finde es erstmal toll, dass da so eine breite Beteiligung dran war, eine Möglichkeit. Und das ist von hinten bis vorne offen durchgeführt worden. Und ich finde, das ist so das Piratige schlechthin. Und ich finde, das sollte man, finde ich, schon mal hervorheben. Und dass man sagt, dass man viele Dinge, die da drin stehen, auch gerne gesetzlich verankert haben möchte, ist natürlich klar. Das Problem ist einfach nur, dass Remmel, wenn er irgendwas gesetzlich verankert, das von Dünen quergeschossen wird. Und zwar, das sieht man beim Landesentwicklungsplan, das sieht man bei allen Dingen, das ist ein Problem. Ne? Aber das kann man natürlich erwähnen und auch bemängeln, aber ich finde, man sollte auch erwähnen, was das schon eine tolle Arbeit war, finde ich. Und dass es so offen und mit so breiter Beteiligung entstanden ist, das sind schon gute Sachen, die da stehen, finde ich. Und ich finde es einfach, dass das auch erwähnt werden muss. Und ich finde, da kann man was draus machen. Ja, die Art und Weise, wie vorgegangen wurde, ist gut. Das, was drinsteht, ist im Prinzip auch gut, aber es wird keine Wirkung entfalten. Die Landesregierung weigert sich auch wirklich, das haben sie offen so kommuniziert, in dieser Legislatur noch irgendwas Verbindliches und Bindendes rauszugeben. Das ist alles auf der Larifari-Ebene. Das ist eben das große Problem dabei, eben beim Klimaschutzplan. Ja. Ich habe das was Schönes ins Protokoll geschrieben, ihr könnt das da haben. Ich habe beides erwähnt. Gut, dazu haben wir auch den Klimaschutzplan. Gibt es von den anderen hier noch Rückfragen an euch? Oder drei? Vier? Nein. Ich habe es mal aufgenommen. Klimaschutzplan können wir gerne nochmal sprechen, aber in der kürzesten Zeit würde ich kurz zum A18 gehen. Haben wir heute niemanden hier? Weiß jemand was? Dann heute kein Vertreter da. Dann gehen wir kurz zum A02. Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr.
Die letzte Sitzung war am 7. Mai. Ich war nicht da, aber es gibt eine Tagesordnung. Da kann ich zumindest reingucken. Die nächste ist am 18. Juni. Da gibt es noch keine Tagesordnung online. Und da ich mich da vorher jetzt nicht gebrieft habe und ich bei der Sprecherkreis nicht da bin, würde ich sagen, ich übergebe an die beiden Stefans die Sonderberichte. Soll ich machen? Du dich. Was kommt? Sprecherkreis und nächste Sitzung des AK, des anderen 2. Ja. Ich lege einfach los, ne? Wir haben uns im Sprecherkreis am Rande des letzten Plenums getroffen, wie üblich. Und wir haben ein weiteres Mal darauf hingewiesen, dass uns das Gutachten zu der E-Scooter-Frage nach wie vor nicht bekannt sei, dass das Ministerium uns dieses E-Scooter-Gutachten schon für das erste Quartal 2015 versprochen hätte. Wir haben uns einmal vertrösten lassen und wollten jetzt immerhin wissen, wie der Stand ist, um das nachfassen zu können. Ich habe jetzt gerade im Laufe der letzten Woche eine erneute E-Mail vom zuständigen Menschenministerium bekommen, dass aufgrund eines parallel durchgeführten Gutachtens im Auftrag der KVB mit teils überschneidender Fragestellung sich die Bekanntgabe des Gutachtens des Ministeriums weiter verzögere. Das ist eine kritikwürdige Argumentation. Ich bin mir nicht ganz sicher, was gerade die Motivation des Ministeriums ist, ein harmloses Gutachten zur E-Scooter-Frage so weit zu verzögern, dass wir damit nicht umgehen können. Da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Solange ist nämlich diese Frage meines Erachtens unbeantwortet. Ihr wisst also zur Erinnerung, es geht darum, dass seit geraumer Zeit E-Scooter nicht mehr in Bussen mitgenommen werden. Das wurde auch richterlich bestätigt, dass das in Ordnung gehe. Der Aufwand sei zu hoch. Wir wissen von verschiedenen Verkehrsgesellschaften, dass durchaus Busse so ausgestattet sein können, dass auch E-Scooter sicher transportiert werden können mit den Menschen drauf. Wir wissen von einzelnen Personen, die auf einen E-Scooter eher als auf andere Mobilitätshilfen angewiesen sind. Also es macht durchaus Sinn, die Mitnahme von E-Scootern auch in Bussen und nicht nur in Bussen, sondern auch in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu fordern und zu ermöglichen. Deswegen sind wir daran interessiert und wir werden gerade hingehalten. Wir haben in ähnlicher Weise im Sprecherkreis darauf hingewiesen, dass uns für den März 2015 vom Minister in öffentlicher Sitzung des Ausschusses im Januar versprochen wurde, den Entwurf der neuen Bauordnung des Landes NRW zu bekommen. Auch hier zum Hintergrund, wir haben bereits im Jahr 2013, früh im Jahr 2013, darüber die Debatte begonnen und wurden von der SPD damals gebeten, die Füße stillzuhalten, damit es möglichst geschmeidig und mit bestem Erfolg über die Bühne geht. Das ist jetzt über 2 Jahre her. Seitdem passiert nichts, außer dass wir immer wieder gesagt bekommen, dass etwas geschehe. Was geschieht, wissen wir nicht. Wir haben, ihr ahnt es, im März keinen Entwurf bekommen der Bauordnung. Auf meine verschiedenen Nachfragen, auf Olivers verschiedenen Nachfragen, wurden wir sozusagen wie in üblicher Manier vertröstet. Wir haben jetzt als Bericht, als Tagesordnungspunkt in die Sitzung des 18. Juni einen Bericht im Sprecherkreis angefordert zum Stand der Behandlungen der Landesbauordnung. Wir wissen nämlich, dass es eine Ressortabstimmungsproblematik gibt. Das heißt, im Bauministerium ist das Ding offenbar auf Referentenebene mindestens durch, aber es gibt im Kabinett Widerstände. Ich vermute, die sind ganz ähnlich den Widerständen, wie Heidemarie gerade geschildert hat. Also ich schätze mal, dass es dort Widerstände von Dün, vielleicht auch von Remmel gibt, ich weiß es nicht, die üblichen Kandidaten halt mit Spezialinteressen. Dass wir davon nicht unbedingt, darüber nicht unbedingt informiert werden, verstehe ich ja gerade noch. Aber auch die Verbandsanhörung, die Verbändeanhörung, die im März hätte abgeschlossen sein sollen, ist offenbar noch nicht mal angelaufen. Und es gibt in der
ich weiß nicht, ob das Teil der Geschäftsordnung ist, jedenfalls eine Verabredung zwischen Landtag und Ministerium, dass der Landtag erst dann über Aktivitäten des Ministeriums informiert wird, wenn die Verbändeanhörung gelaufen ist. Ich finde, es wird jetzt langsam Zeit. Und wir werden am Ball bleiben und für den 18. Juni auf jeden Fall auf den Bericht beharren. Ich würde vorschlagen, wir erneuern die mündliche Berichtsanfrage auch durch eine schriftliche Fassung dieser Berichtsanfrage und in der wir die Aufgaben nochmal konkretisieren. Rückendeckung bekommen wir hier übrigens von den anderen Oppositionsfraktionen, die auch der Auffassung sind, dass hier unsauber gearbeitet wird. Im letzten Ausschuss nochmal, weil ich es bemerkenswert fand, gab es einen kleinen Eklat, weil der Sprecher der SPD-Fraktion, Rainer Breuer, bei einem Tagesordnungspunkt, der meines Erachtens tatsächlich von nachgeordneter Bedeutung war, die demokratische Gepflogenheit des Hauses insofern verletzte, als dass er vor Eröffnung der Aussprache das Ende der Aussprache beantragte per Geschäftsordnungsantrag, was insbesondere deshalb unangenehm auffiel, weil sich die Oppositionsfraktionen zu Wort gemeldet hatten, um sich zu beteiligen. Herr Rasche von der FDP hat das in der Ausschusssitzung als Angelegenheit für den Ältestenrat bezeichnet. Ich hatte den Eindruck, dass wir derselben Auffassung sind. Es waren ja Hans-Jörg und Stefan in der Sitzung. Ich bin nicht sicher, ob es bereits beim Ältestenrat behandelt wurde. Das Verhalten von Rainer Breuer im Sprecherkreis zeigt für mich, dass er eine entsprechende Information bekommen hat, was in diesem Haus richtig ist und was falsch ist, weil er hat nämlich von sich aus aufgerufen, die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt im nächsten Ausschuss. Habe ich was vergessen? Ausschussfahrt und so spare ich mir jetzt, wurde nochmal verschoben. Habe ich einen Tagesordnungspunkt vergessen, Stefan? Müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Ja, also Tagesordnungspunkt hätte ich hier, aber du musst jetzt auch nicht kurz in der Zeit alles durchgehen. Die Deutsche Bahn war da, nehme ich an. Achso, du meinst der Bericht über die letzte. Okay, okay. Aber das könnt ihr sozusagen mir auch gleich noch erzählen. Ja. Und für die nächste Sitzung weiß ich jetzt gar nicht, ich habe allerdings auch noch nicht meine danach gesucht. Online ist die Tagesordnung jedenfalls. Nee, wir haben ja noch 2 Wochen Zeit. Die Sitzung ist am 18.06. Das ist in 2,5 Wochen, also da wird. Wir haben auch noch ein AK davor. Ja, genau. Noch aber vor allem haben wir auch noch Zeit, noch weitere Berichte zu beantragen. Ja, genau. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo jetzt die Frist liegt, weil die sollte ja ein bisschen vorverlegt werden. Ach ja, wichtig ist noch, das habe ich jetzt vergessen, obwohl es im Grunde das Wichtigste ist, wir haben einen Termin für die von uns beantragte Anhörung zum autonomen Fahren festgelegt. Das wird der 15. September sein, ein Dienstag, 14 bis x Uhr. Der Ausschussvorsitzende glaubte im Sprecherkreis sagen zu müssen, dass wir es 1 oder 2 hinkriegen. Ich habe ihm widersprochen. Ich habe gemeint, nee, wir sollten schon eine richtige Anhörung draus machen. Wir haben momentan im Ausschuss, ich sag mal, ein paar Verfahrensfragen, an denen sich ja der Umgang hier im Haus ein bisschen festmacht. Es gab den Auftrag des Ausschussvorsitzenden an die Referenten, sich zusammenzusetzen, um das Verfahren von Anhörungen zu verabreden. Ich habe diesen Auftrag angenommen und habe einen Vorschlag in Rücksprache mit Oliver und den anderen Beteiligten entworfen und den an die Referenten kommuniziert und habe von den beiden Referenten SPD und Grünen die Rückmeldung bekommen, dass an einer Verfahrensdebatte momentan kein Interesse bestehe und man deshalb verfahre wie bisher, nämlich ohne Verfahrensregelung. Das bedeutet, man macht es wie bisher, man macht es, wie es einem passt und so wird halt Regierungspolitik umgesetzt. Finde ich unschön. Offenbar, ich habe auch, ich sag mal, aus normalerweise gut informierten Quellen aus der Regierungsfraktion, aus den regierungstragenden Fraktionen, die Rückmeldung, dass es gar nicht so sehr an dem Vorschlag lag, sondern in der Tat an der Politik, die dahinter steht. Man will sich kein Verfahren diktieren lassen, man will sich kein Verfahren
unterordnen. Und deshalb gibt es gar kein Verfahren. Das bedeutet, dass wir in dieser Anhörung und auch in anderen Anhörungen wieder aufpassen müssen, dass man diese Anhörung nicht qua Nichtbeachtung unterläuft. Das ist uns in der Vergangenheit ein, zwei, dreimal passiert. Ich habe den Eindruck mit zunehmender Tendenz, dass eine Anhörung, die von uns auf die Tagesordnung gebracht wurde, dadurch zu entwerten versucht wurde, dass andere sich weder mit Fragen noch mit eigenen Sachverständigen beteiligen. Das ist die Vorbereitung der Anhörung und die Durchführung der Anhörung atmet dann genau die gleiche Politik. Es werden einfach keine Fragen formuliert. Und das halte ich für vollständig unangemessen und finde schon, dass man das auch noch ein bisschen lauter formulieren darf. Wobei, glaube ich, also erstens bei uns nicht so schlimm wie mittlerweile im Innenausschuss, wo die dann teilweise gar nicht mehr hingehen oder nur ein Sachverständiger da ist, weil wir auch nur einen benennen dürfen dort. Ja. Bei uns ist es noch ein bisschen besser allerdings. Wir haben in diesem Fall auch bei autonomes Fahren, glaube ich, zumindest von der CDU und vielleicht auch von der FDP, vielleicht sollten wir sie vorher nochmal kontaktieren, deswegen auch ein Interesse daran, dass sie stattfindet. Insofern. Ich glaube auch, ja. Also solange wir da nicht die irgendwie typieren, indem wir die irgendwie sagen, ihr macht ja nur Blödsinn in dem Thema, sollte das eigentlich klappen mit der Anhörung. Okay, das hatte ich auch noch bei mir stehen. Wir sind jetzt sozusagen ja auch dem Teil, wo alle Leute sehr viel Hunger haben und die Kantine nicht mehr so lange offen hat. Deshalb hat noch jemand was zur Parlamentariergruppe Bahn, was Wichtiges? Da steht die Berlin-Reise an nächste Woche. Nächste Woche Berlin-Reise? Ja. Okay. Wann denn genau? 10.11.06. Bin ich auch in Berlin zufällig. Könnt ihr euch ja mal besuchen. Das ist klasse. Also ich bin nicht. Wo seid ihr denn dann? Was macht ihr da? Und ist das eine offene Sitzung? Ist das eine interessante Sitzung? Oder ist das geheim? Also es ist nicht geheim. Es wird also am Mittwochabend um 18 Uhr ein Abendessen geben mit dem, mit dem Oberboss der Bahn, dem Herrn Grube. Das ist also, da gibt es also keine feste Tagesordnung. Da wird also eben einfach Abendessen, da wird geplaudert und alles. Und am Mittwochvormittag dann ist ein Treffen mit vorgesehen der Parlamentariergruppe Schienenverkehr des Bundestages, also etwa dem Gegenstück zu unserer Parlamentariergruppe Bahn. Und dann mittags geht es eben wieder im ICE zurück. Also im Prinzip alles, was da vorgesehen ist. Ich schick mir mal die Tagesordnung, bitte. Kannst du das machen? Was? Schickst mir die Tagesordnung und den Ort in Berlin? Ich hab das jetzt informell von der Vorstandssitzung. Ich muss noch mal nachgucken, ob es eine formelle Einladung davon gibt. Okay. Du musst ja wissen, wohin du willst. Musst, oder? Sonst mache ich das wurde gesagt, das ist im Bahn Tower Berlin, der steht da irgendwo am Potsdamer Platz. Das ist der Potsdamer Platz, ja. Rechts neben der Pommesbude. Ja, Pommesbuden gibt es da viele. Nicht am Potsdamer Platz. Okay, gut zu wissen. Ich klären wir dann gleich noch, was noch zu wissen ist. Ja. Ich habe das erste vergessen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Schirm habt. Wir haben noch einen Antrag, und zwar von der Wirtschaft und Energie, da unsere aktuelle Stunde letztes Mal abgelehnt worden ist wegen der Rückstellung von RWE und was RWE dazu gesagt hat, planen die einen Antrag und haben von mir die ganzen Unterlagen auch gekriegt. Und ich denke, das wird auch so gemacht dann. Ja. Das ist ein Bianca und nichts ist dran. Ja, weiß ich. Ansonsten ist normaler Betrieb. Also ich war auf dem Treffen der BIS-Sicherheitsprüfung jetzt am Sonnabend und da wird vielleicht noch eine kleine Anfrage zum Monitoring bei rauskommen. Dann bei den Entwicklungen mit der Kippung des Reaktors in Jülich und der ganzen Schlamassel mit den Zwischenlagern und den nicht vorhandenen Endlager und dem
Geld, was wir jetzt leider plötzlich nicht haben, und eine Stiftung soll gemacht werden für die notleidende RW. Kommt vielleicht auch noch was bei raus, muss man mal gucken. Ist das Crowdfunding? Ja, so ein Crowdfunding, genau. Da wir leider jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich sagen, Bericht, auch wenn jetzt Gregor extra hier ist, Bericht der ÖPNV-Enquete machen wir das nächste Mal nochmal. Wir sind gerade dabei, um es kurz zu fassen, Gutachten zu formulieren, Gutachtenentwürfe, damit wir Gutachten bekommen können. Es gibt im August eine Anhörung und im nächsten Jahr soll es noch 3 weitere Anhörungen geben. Die Anhörung im August ist öffentlich. Ihr dürft gerne vorbeikommen und sie wird sogar gestreamt, soweit es technisch machbar ist. Wobei, wir haben es also so beantragt und ist so durch die Sitzung durch. Das heißt, ihr könnt es euch auch zu Hause angucken. Berichte, Veranstaltungen würde ich jetzt leider, auch wenn es mal interessant ist, aber verschieben. Noch irgendwas Wichtiges? Dann machen wir das nächste Mal weiter. Danke euch. Danke, Jaroslav.